Stilis, Namaste, Janine hier. Stilis, Vision im Juli, für Juli. Auto, ihr sitzt in einem Auto, ganz fest das Lenkrad um euch und ganz fest die Handbremse. Also alles schön unter Kontrolle. Und ihr kommt dann irgendwann auf den Gedanken, einfach mal ein bisschen zu experimentieren. Ich meine, ihr seid ja Fixzeichen, ne? Genauso wie Wassermann, Skorpion und Löwe. Und Fixzeichen, die haben immer ein bisschen Probleme mit Wandel, ne? Das wisst ihr ganz, ganz sicher, je nachdem, wo euer Aszendent ist. Aber meistens ist es doch schon ein bisschen, man merkt es dann doch schon bei euch auch. Und dann denkt ihr euch, ach, ich lasse ein bisschen los, das Lenkrad. Nur ein bisschen. Ich habe ja hier alles unter Kontrolle und da ja eigentlich auch. In dem Moment, wo ihr das macht, in dem Moment habe ich das natürlich für euch gespürt, habe ich gemerkt, dass mein Rücken sich entspannt, meine Nackenmuskulatur lockerer wird, ich viel tiefer atmen kann und dann kam so ein Grinsen, also so eine Erleichterung. Entweder ihr seid gerade dabei festzustellen, dass wenn man nicht unbedingt alles festhält, dass da wirklich einiges Schönes passieren kann und dass ihr auch viel, viel mehr in eurer Mitte oder in eurer Leichtigkeit seid. Entweder ihr merkt es jetzt oder es will im Juli kommen, okay? Lass uns mal gucken, was die Karten jetzt dazu sagen. Grundthemen an sich. Aber super schön, das war viel entspannter und ich konnte wirklich bis zum Becken runteratmen. Ja, immer ein Zeichen, dass der ganze Körper sich entspannt. So, klingt doch gar nicht mal schlecht. Grundthema. Was kann passieren für diejenigen, die wirklich mitschöpfen wollen, die mit den Energien arbeiten wollen und mit ihrem höheren Selbst? Was kann passieren? Was will passieren? Welche Energien sind da? Juli, bitte, Stierlis. Grundthema. An wen wende ich mich hier? An welche Reisegruppe? Stierlis, bitte. Juli 2020. Grundthemen. Welcher Wandel möchte passieren? Was will passieren? Was will kommen? Ein bisschen Stagnation noch. Okay, Lenkrad. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Lenkrad jetzt ein bisschen loslassen. Passiert da mehr? Dann lassen wir mal noch ein bisschen mehr los. Ja, einmal. Dankeschön. Noch bitte eine Karte für Dankeschön. Flexibilität. Die Karte haben wir generell jetzt auch für Juli gekriegt. Ne? Das ist die 19. 9 und 1 ist 10. Das heißt, flexibler sein, vielleicht wirklich da ein bisschen loslassen, kann gut möglich sein. Die Karte hat auch was mit Aufgeschlossenheit zu tun. Und wieder, auch für euch wieder, diese Unbeugsamkeit, die bringt immer einen Kampf, in dem es nur Verlierer gibt. Also es kann gut möglich sein, dass ihr im Juli, beziehungsweise die geistige Welt, dein höheres Ich bittet dich, und das weißt du aber bestimmt, dass wenn du sehr stur bei irgendetwas bist, na, ihr wisst, ich habe euch echt gern, aber ihr seid sehr stur und damit tut ihr ja sehr, sehr viel auch manchmal kaputt machen oder boykottieren. Also es kommt dann langsam alles erst in Fluss. Und hier bittet euch euer höheres Ich, dass ihr gerne ein bisschen in manchen Sachen flexibler seid. Genau das, was ich gesehen habe. Ja, einfach nur ein bisschen das Lenkrad loslassen. Das heißt nicht, dass man die Kontrolle komplett aufgeben muss, aber dass man experimentiert, was das angeht. Und die Yang-Energie, 1. Initiative ergreifen. Und das kann auch die Diplomatie-Karte sein, ja, bei irgendwelchen Handlungen. Das heißt, ein bisschen Diplomatie. Und vielleicht braucht ihr dafür diese Flexibilität. Egal welche Situation es ist, in dem Moment, wo ich dir diese zwei Karten präsentiert habe, weißt du eigentlich, weiß dein höheres Ich, das arbeitet sofort mit dir, worum es geht. Okay? Machen, wirklich Initiative auch ergreifen, vielleicht auch tatsächlich die Initiative mal ergreifen in einer bestimmten Situation, wo du merkst, es geht nicht voran und es nervt dich und es bringt dir schlaflose Nächte, wie auch immer, dass du da ein bisschen flexibler bist, ein bisschen vielleicht auch
der Person entgegenkommst oder der Situation an sich, den Gedanken an sich. Okay? Also, lass uns schauen. Irgendeine Challenge noch? Welche Challenge könnten die Stierlis jetzt haben? Wobei wir da schon die Flexibilität haben, ne? Ein bisschen in die Aufgeschlossenheit gehen. Angst. Das ist die Situation. Das ist der Hund. Und das macht dein Kopf. Das ist der Kopf. Flexibilität. Angst vor der Zukunft. Bei welcher Situation, sei es Beruf, sei es Beziehungen, sei es du mit dir, was auch immer es ist. Ich habe hier eine Reisegruppe, die ein bisschen Angst hat vor seinen Visionen. Vielleicht das Gefühl hat, nee, das, was ich mir vorstelle, könnte nicht funktionieren. Das Schöne ist aber, wenn ihr diese Karte anschaut, das ist auch Gefühle, ne? Keine Frage. Spirit ist da, geistige Welt ist da und da ist das Ziel. Und man kommt durch die Gefühlswelt. Da kann es gut möglich sein, dass da ein bisschen Angst herrscht, was auch immer, Aussprache, auch Familie, was auch immer es für dich ist, okay? Spirit, noch eine Karte bitte dazu. Welche Challenge? Und die Angst, das ist der Kopf, das ist komplett der Verstand. Komplett. Und Verstand ist unbeugsam. Ne? Das ist das Problem, was ich hier ein bisschen sehe. So, dieses Sture. Ne? Ja, danke. Ich habe nämlich gerade gefragt, genau. Die Challenge ist Machtkampf. Gibt zwei Möglichkeiten zwischen deiner Intuition, weibliche Energie und deinem Verstand, was wir hier sehr gut sehen. Angst ist ja nichts anderes. Der Machtkampf in dir oder tatsächlich Machtkampf in irgendeiner Situation. Und man will gewinnen. Und da rät dir die geistige Welt, wenn du dich da drinnen wiederfindest, bitte werd ein bisschen flexibler, werd ein bisschen diplomatischer, was das angeht. Ja, danke. Schau dir das an. Und schon wieder ganz viel Wasser. Wir haben die Führung und wir haben die Heiligkeit. Das möchte gerne kommen. Das sind total schöne Heilungs- und Gnadekarten. Wenn man nicht resistiert, ist man im Fluss des Lebens. Wenn man so ein bisschen dieses Lenkrad loslässt, dann kann man auch mit den Herausforderungen wirklich, wird man getragen. Hier ist jemand, der mit dir arbeiten möchte. Das bist du. Und darum geht es. Versuch vielleicht ein bisschen wirklich mehr mit deinen Gefühlen, mit deiner Intuition zu arbeiten, okay, im Juli. So, lass uns weiterschauen. Also, Rat der geistigen Welt. Und Angst entsteht natürlich immer, wenn man kein Vertrauen hat. Das gilt für euch alle, für euch, für uns alle natürlich, dass wir immer mehr in Richtung Vertrauen gehen dürfen. Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist das die große Challenge, aber wirklich eine großartige Geschichte, um das wirklich zu vertiefen. Und da kommen wir alle nicht drum rum. Okay? Also, Flexibilität wird dir definitiv Führung bringen. Flexibilität auch im Geist, ne, zu einer bestimmten Person. Du hast so viel Führung hier. Das sind auch ganz viele Emotionen, aber hier ist ein Machtkampf. Entweder wirklich in dir drinnen oder mit einer Person natürlich, ne, in der Beziehung an sich. Aber das möchte gerne geklärt werden im Juli. Also man sieht es ganz deutlich, ne? Keine Angst haben, Stierlis. Geduld, unsere Lieblingskarte.
Erzengel Jophiel ist für euch da. Das ist schön, dass es grün. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als die Heilung, ne? Und Mutter Natur. Die zwei Sachen zeigen sie mir gerade. Also, deine Träume erblühen schneller, als dir bewusst ist. Dennoch erfordern sie liebevolle Pflege und Geduld. Stierlies. Also, liebevolle Pflege heißt wirklich das Ganze gut nähern, auch mit guten Gedanken. Da ein bisschen flexibler sein, weg. Schaut mal, was sie mir zeigen. Ich soll es euch so zeigen. Von der Geschichte. Die Flexibilität. Deine Vision, lass dich nicht begrenzen durch deine Ängste, egal was das für eine Situation gerade ist. Lass dich ein bisschen führen, du weißt es, denkst dir nicht kaputt. Und solltest du in einer Beziehung sein, dann bitte, bitte da echt an diese Diplomatiekarte einfach denken. Ja, und die Initiative ergreifen, auch wirklich da ein bisschen flexibler zu sein. Das ist eine bestimmte Reisegruppe auf jeden Fall. Hab da ein bisschen Geduld, wird schneller kommen. Und vor allem, ne, deine Träume, hier, deine Vision, und davor hast du Angst. Und die Kamera ist gerade echt gewechselt in Gelb, hat ein gelbes Licht, das finde ich auch immer ganz spannend. Schön, okay, also, lasst uns weiterschauen. Also, ein bisschen Geduld im Juli, auch wenn das alles noch nicht gleich so kommt. Wir haben ja im Juli jetzt wieder rückläufige Planeten und wir haben Merkur bis 15., also alles, was mit Verträgen, mit bestimmten Dokumenten, mit Kommunikation zu tun hat, ist bis zum 15. Juli ein bisschen blockiert, okay? Ab dem 15. rutscht alles wieder ein bisschen besser. Also das heißt, da wirklich gute Gedanken hegen, deine Visionen ehren und nicht auf den Boden oder unter den Teppich kehren. Für die Stierlis bitte noch. Was haben wir noch? Merci. Ja, Sakralchakra. Du bist momentan extrem sensitiv gegen Chemikalien, Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln und Energien allgemein. Respektiere deine Sensibilität und vermeide negative Dinge, Situationen und Beziehungen. Also deswegen sagt man vielleicht hier auch wirklich ein bisschen diplomatisch alles angehen, ein bisschen mehr auch mit der männlichen Energie, ja, jetzt so, was das angeht, gerade wenn es um solche Geschichten geht. Da den hier machen, aber deine Gefühle für deine Zukunft, deine Visionen trotzdem ehren, auf jeden Fall. Sakralchakra. Also Sicherheitschakra. Ich meine, wir haben jetzt die Krebsenergien gerade, ne? Da geht es auch und Fischlis auch und das ist alles. Es geht um Sicherheit einfach auch. Wo bin ich in mir auch sicher und in meinem Zuhause? Das ist so ein bisschen das Thema im Juli. Also ein bisschen aufpassen mit bestimmten Nahrungsmitteln oder Zusatzstoffe. Mit toxischen Gewohnheiten, die einem nicht gut tun. Ja, kann sein, dass du das im Juli merkst, dass du ein bisschen mehr Abstand haben willst auch und nicht ins Partyleben, soweit es ein Partyleben gerade gibt, rausgehst. Okay. Liebe Einhörnlis. Oh. Bewegung. Für den einen oder anderen, Fitness macht dich froh und gibt dir neue Energie. Ich weiß, das sind immer so Karten, so, oh ja, pf, ja, ja. Machen, da kriegst du, denke ich, auch ein bisschen mehr dein. Und das ist auch ganz gut, weil das aktiviert natürlich auch dein Sakralchakra, ne? Keine Frage. Das aktiviert natürlich auch deine Power und deine Kraft. Also sehr, sehr gerne, falls du die ganze Zeit drüber nachgedacht hast oder das ab und zu nur machst, bestätigt man hier, macht das ein bisschen konsequenter, ein bisschen öfters, ja, für neue Energie, die du vielleicht im Juli auch brauchen wirst, sonst würdest du ja die Karte nicht kriegen, okay, schaut mal, morgen weißt du es,
Also, das wird ganz sicher nicht für alle zutreffen. Aber wenn du morgen aufstehst, glaube ich, ne? Ja, wenn du aufwachst, wirst du wissen, was zu tun ist. Also, kann gut möglich sein. Diese Karte, wenn ich sie selber persönlich kriege, dann bitte ich abends, wirklich aus tiefstem Herzen, je nachdem, welche Situation es ist, dass man mir durch Träume oder Impulse einfach über Nacht, zeigt, wie ich damit zum Wohle aller arbeiten kann. Also immer zum Wohle aller. Und meistens bleiben da Brocken oder ich stehe morgens auf und im Laufe des Vormittags kommt es dann plötzlich. Ich meine, Flexibilität, ne? Kommen dann Impulse. Ruhig aufschreiben. Okay? Alles klar. Challenge hier. Gucken wir mal, für diejenigen, wo es in 3D, also in der materiellen Welt jetzt dieser Machtkampf um Beziehung ist. Lass uns da mal gucken. Was ist die Challenge da bei diesem Machtkampf? Ha? Worum geht es hier? Das ist jetzt wirklich für eine ganz, ganz kleine Gruppe. Untreue. Aha. Ist da jemand untreu? Das ist natürlich doof, ne? Kommt aber öfters irgendwie in letzter Zeit die Karte. Okay. Was noch, Spirit? Speziell für diese kleine Reisegruppe. Falls du nicht mehr hierher gehörst, danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße und gerne ein Kommentar oder ein Like. Okay? Also. Untreue, Unabhängigkeit, gebrochenes Herz, Angstverbindung, oh, und Selbstwert. Ah, ja, 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 ja. Okay. Da haben wir wieder die Angst, ja? Also, das sind jetzt nur ein paar Leute hier, also wir haben zweimal die Angst. Jemand hat Angst, gebunden zu werden, weil jemand das Gefühl hat, sobald ich in eine Beziehung reingehe oder mich mit jemandem treffe, dann werde ich sofort in Ketten gelegt. Wenn du in deinem Selbstwert bist und weißt, was du willst und für dich Freiheit wichtig ist, Freiheit einfach so leben zu können, wie du möchtest, kommunizierst es auch aus, dann wirst du immer jemanden finden, der genauso tickt. Und da darf man vielleicht darüber nachdenken, warum denke ich so? Nur weil ich in den letzten Beziehungen vielleicht so eingebunden war? Also Angst. Ja, Angstverbindung, Unabhängigkeit. Aber ich glaube, das ist ein falsches Glaubensmuster, was hier ist. Hier war ein gebrochenes Herz, okay? Das Herz ist komplett gebrochen. Jemand ist super, super traurig. Also es sind ganz, ganz viele Problemkarten hier. Jemand war untreu. Und natürlich knabbert es am Selbstwert. Also, die Reisegruppe, die ich hier habe, sehr, sehr gerne, aber das wisst ihr selber, lasst erstmal alles ein bisschen mal, ja, hier bei dem Machtkampf diplomatisch sein, mehr nicht, wie auch immer. Eurer Intuition ein bisschen folgen, euren Impulsen folgen, auch was euch angeht. Und da wieder reingehen. Warum? Weil ich euch hier schon mal sagen kann, dass das schon bei euch schreit. Aber da ist Angst noch, Gehirn. Rat der geistigen Welt, bitte. Ich werde diese Liebesreadings nicht so lange machen immer, okay? Das ist jetzt wirklich immer nur so ein Leckerli für den einen oder anderen, den der gerade strauchelt. Also da nicht traurig sein. Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Also entweder du, das ist die Karte für mich, jemand, der seine Gefühle nicht zeigt, der etwas vorgibt, was er nicht ist. Entweder du bist das oder dein Gegenüber. Je nachdem, das weißt du am besten. Okay? Also entweder du bist untreu und du weißt das. Gebrochenes Herz, du willst unabhängig sein, du hast Angst vor Bindung. Täuschung. Also, wenn etwas gerade nicht funktioniert, wenn hier Machtkämpfe sind, dann kann es gut möglich sein, dass jemand hier was verheimlicht. Das ist natürlich schwierig. Irgendetwas noch für diese Reisegruppe, bitte? Also, ein bisschen mehr Bewegung. Ein bisschen Geduld, Flexibilität, ihr wisst Bescheid, die Initiative, die männliche Energie, ein bisschen
Lenker ein bisschen loslassen wäre vielleicht nicht schlecht, aber eine Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Einmal. Und eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht oder ist gerade. Okay? Also, hier ist auch einiges passiert. Das ist ganz klar. Man muss erstmal in Selbstwert kommen, damit hier scheint aber jemand zurückzukommen. Wichtig ist für dich, Stierli, erstmal in Selbstwert zu kommen. Das gebrochene Herz wirklich zu heilen. Nur weil du das Gefühl hattest, in Fesseln gewesen zu sein durch Beziehungen, heißt das nicht, dass es bei der nächsten Geschichte genauso sein muss. Falls es so ist bei dir gerade. Und entweder ihr seid jetzt gerade getrennt oder im Juli an sich ist noch eine Trennung da. Und hier steht auch vorübergehend. Also das ist keine Geschichte, die anscheinend für immer sein wird. Und hier ist aber eine falsche Maske einfach. Entweder von beiden oder von einem, von dir oder von deinem Gegenüber. Okay? Die Gefühle nicht auszudrücken. Namaste, Stierlis. Bis bald. Tschüss.